Das bisherige Provisorium der Brikole wird nun ausgebaut und verstärkt. Da die Rüstmeisterei direkt an der Hauptstraße nach Straßdorf liegt, ist ein sehr lauter Straßenverkehr zu hören. Das ist ja eigentlich gut gegangen, ist ja leicht gegangen. Ah ja, das ist ja nicht nochmal auf. Leicht war das, leicht. Feuer! Ja, so muss es. Das quietscht nämlich so gut. Das quietscht nämlich. Aber jetzt läuft es schon schlecht. Der Leber ist brutal. Also, jetzt haben wir wieder Hunger weg, ein Stollen ein und fertig. Also nichts hält besser wie eine Provision. Jedenfalls, wir kriegen den Nurfahrplus rein, wenn wir den umkippt, rein, den da noch zu schämen. So wie wir es jetzt gemacht haben, müssen wir es immer machen. Das ist schon ein Stück. Und da haben wir das Ding, das darf nicht 36 Pep sein, sondern das muss echt ein bisschen spielen, damit man wisst, ja, momentan haben wir das. Ja. Wir hin was. Will er die auf die Straße schmeißen, oder was? Ja, wir sparen auf die Straße. Haben wir schon mal gemacht. Nun kann man es kaum mehr erwarten, wie weit wohl das Wurfgeschoss fliegt. Erster Versuch erfolgt mit einem Vollkunststoffball. Dazu wird sogar kurz die Straße abgesperrt. Die Einfahrt zur Halle führt über einen sehr unebenen Boden. Warte mal. Hast du mal Rohrbogen? Ich glaub's ja nicht. Jetzt,
Gott, ich stehe schon ein Zentimeter in euch drin. Schiebert! Schiebert! Oh, oh. Sag mal, da kennst du doch auch auf. Ein weiterer Arbeitstag. Achtung, Herdbock! Weitere Schussversuche in die andere Richtung. Also probieren wir es. Seid ihr bereit? Also, alles. 3, 2, 1, Schuss! Oh, leck mir am Arsch. 3, 1, Schuss! Diesmal wurden bereits 20 Meter erreicht. In der Kaffee rein, wer hockt da? Simi, der Willi. Und da. Du musst einen Stopp, was ein bisschen noch normal. Das ist ein Vogelschützer da. Achso, so. Die Jungs. Die Jungs, ja, genau. Hocke die vier da. Geht auf den Schlag, gibt es 1000 Kaffee. Und wir gehen in West Kaffee und die hocke da drin. Das wird eine scharfe Verhältnung. Auch muss man ja doch den Wetter rechnen. 4, 2, 6 oder 7. Genau. Oh, warum kommt die 2? Ja, da steht einer aus deinem Kofferraum. Das ist ja, lauter Biebe. Also, lauter Biebe. Ruhe! Ich bin gesehen, ich habe die Schuhe verpackt. Nummer 1 und Nummer 2, 150 Meter. Gut, können Sie sich vorstellen? Das war eine gute Idee. Ja, ha? Ja. Zwischendurch werden auch notwendige Arbeiten am älteren Katapult ausgeführt, das für die Stauversager-Aufführungen 2016 und den Stauverzug eingesetzt wird. Aua! Frank in unbequemer Sitzposition. Ein Wurfbehälter wird auf die Wurfstange montiert. Einer Schlüssel Arsch oder einen bloß? Aber mit dem Scheibe, ne? Ja, da muss was Gräser sein. Aber hier ist nichts Gräser. Funktions- und Zierbeschläge werden mit speziellen Nägeln aufgenagelt. So, das ist ja so. Hey, wenn der Unterschied ist, dann ist es auch so. Warum?
Nein, ja auch nicht, weißt du? Wenn so noch mal studieren, ne? So muss man. Nägel reinhauen, das kann. Wie viele das in einer Nase, das reicht für mich. Meinhard, der bekannte Kettenspezialist, kürzt die Arme am Kettenhemd. Später, meine Freunde.